Die meisten Marketingteams haben zwischen 1.000 und 100.000 Bilder. Mehr als 50% der Mediendateien sind über verschiedene Speichermedien verteilt, wie externe Festplatten, Cloud-Speicher oder sie liegen in E-Mail-Postfächern von Kollegen, die gerade im Urlaub sind. Laut Branchenanalysen gehen jedes Jahr mehr als 10.000 Mediendateien verloren oder sind gar nicht mehr auffindbar. Immer mehr Unternehmen investieren daher in eine Lösung für Digital Asset Management oder einfach kurz DAM. Aber was genau ist ein DAM? Und warum organisieren Firmen nicht nur wichtige Mediendateien mit einem DAM-System, sondern stellen auch ihre Workflows digital neu auf? All das erklären wir in diesem Video. Bevor wir so richtig mit dem Thema loslegen, fangen wir zunächst bei den wichtigen Begriffen an. Mediendateien wie Logos, Präsentationen, Videos oder Produktfotos sind kreative Arbeitsergebnisse, in die Unternehmen für ihr Marketing viel Geld investieren. Deshalb sind sie digitale Assets, genau wie jede andere Investition. Unter Digital Asset Management versteht man ein System, das Mediendateien organisiert und Teams die Arbeit mit digitalen Mediendateien erleichtert. Die Idee dahinter ist bestechend einfach. Der Wert einer Mediendatei ist unternehmerisch nur nutzbar, wenn alle Teammitglieder auch wissen, wo sie die Datei finden und nutzen können. Wenn einzelne Teammitglieder die gleiche Bilddatei in verschiedenen Tools nutzen, erzeugen sie damit ungewollt Duplikate. Das geht so lange, bis am Ende niemand mehr weiß, welche Version die gültige ist. Um Mediendateien gemeinsam zu nutzen, setzen Unternehmen teilweise auf Cloud-Speicher. Solche Dienste arbeiten jedoch oft nur mit einer Ordnerstruktur und haben deshalb eine sehr begrenzte Funktionalität. Genau hier kommt Digital Asset Management ins Spiel. Ein DAM-System bietet die Möglichkeit, wichtige Markenassets über Teams und Regionen hinweg effizient zu nutzen. Ausgereifte Systeme bieten häufig ein CDN, ein Content Delivery Network. Dieses hält die Mediendateien weltweit verteilt verfügbar, damit eine Mediendatei in Deutschland genauso schnell geladen werden kann wie in Australien oder Brasilien. Ein DAM hilft außerdem dabei, tägliche Arbeitsabläufe zu automatisieren. Es kann Freigabe-Workflows abbilden, Wasserzeichen auf Bilder anbringen oder zum Beispiel wichtige digitale Assets in frei anpassbaren Markenportalen zur Verfügung stellen. DAM-Systeme erleichtern viele Aufgaben rund um die Organisation von Mediendateien und sparen Unternehmen so viel Zeit und Ressourcen. Durch Markenportale werden wichtige Dateien wie zum Beispiel Logos und Branding-Dokumente für alle verfügbar, die sie benötigen. Gleichzeitig wird das Marketing-Team entlastet, das früher alle Anfragen per Hand beantworten musste. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ein DAM-System organisiert wichtige Medienassets wie zum Beispiel Logos oder Produktfotos. Das macht es wiederum einfacher, im Team an wichtigen Produktionsassets zusammenzuarbeiten. Wenn Sie Fragen zu Digital Asset Management haben, schreiben Sie uns einen Kommentar unter das Video oder besuchen Sie unsere Website.